Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading am späten Nachmittag hier 1700. Wir wollen uns auf die US-Indizes konzentrieren und hierbei natürlich in allererster Linie hier auf den großen Index, auf den breit gestreuten S&P 500, der hier auch tatsächlich als Gardemaß dient, um hier auch wirklich die Stimmung in den USA einzufangen. Der Dow Jones ja von seiner Zusammensetzung dann doch hin und wieder recht merkwürdig. Nichtsdestotrotz viel beachtet, aber wir wollen uns jetzt dem Dow Jones nicht widmen, sondern eben dem S&P und den sehen wir hier ganz kurz im Wochenchart-Intervall. Ganz klar, wir haben hier eine starke Rallye laufen. Das schon seit 2009, hier fast schon parabolische Züge. Also seit dem Low hier im Bereich knapp unter 700 Punkten ging es hier wirklich sehr, sehr steil, sehr, sehr dynamisch nach oben und das ist eben jetzt hier die aktuelle Situation. Wir haben sozusagen im Wochenchartintervall hier mehr oder weniger eine sich ausdehnende Dreiecksformation und das hatten wir auch unlängst schon im JFD Live Charting Webinar am Abend besprochen. Die orangen Tendenzpfeile waren hier da die Mutmaßung, dass der S&P 500 möglicherweise zurücksetzen könnte und wir sind jetzt hier aktuell an einem sehr, sehr interessanten Level, beziehungsweise nähern uns eben diesem und genau deswegen haben wir die Sendung auch heute aufgesetzt, um eben mal hier grasen, was denn jetzt für Chancen sich bieten beim S&P 500. Und dazu gehen wir jetzt mal direkt in den Tageschart. Eben gerade eine Kerze, eine Handelswoche. Jetzt eine Kerze, ein Handelstag. So, da haben wir natürlich hier die Situation, dass wir seit Januar mehr oder weniger in einer, ja, Abwärtsphase stecken, wenngleich diese hier auf hohem Niveau stattfindet. Das darf man nicht vergessen. Der S&P 500 hier nach wie vor in einem sehr, sehr konstruktiven Chartbild, insbesondere eben aufgrund des übergeordneten starken Rallye-Impulses und jetzt hier mehr oder weniger eine, ja, Konsolidierung auf hohem Niveau. Wir haben hier ein relativ starkes Seitwärtsgeschiebe seit Dezember. Auch das kann man hier wieder sehr schön einfangen mit einem Rechteck. Grob gefasst sieht er so aus. So, jetzt haben wir es. Dass der S&P 500 hier in so einer Art Seitwärtsrange feststeckt. Aber wir nähern uns eben hier jetzt auf der Unterseite einem wichtigen Level. Da steht zum einen die Marke von 2000, die runde Hausnummer, die haben wir jetzt hier unterschritten. Und nun kommt es eben darauf an, dass wir hier nicht signifikant unter die letzten Tiefs zurücksinken. Das wäre hier zum einen das Tief vom 16. Januar bei 1976 und dann hier das Tief vom Dezember, Mitte Dezember bei 1968. Das sind genau die zwei Levels, die wir halten sollten beim S&P, um hier nicht wirklich noch eine größere Konsolidierung Schrägstrich Korrektur zu erzeugen. Grob gemacht habe ich jetzt mal hier eine leichte Aufwärtstendenz aufgrund der höheren Tiefpunkte eingezeichnet und das deutet darauf hin, dass der S&P 500, sofern es heute noch eine Ausdehnung der Schwäche gibt, Schrägstrich morgen, hier in diesem Bereich 1982 sich fangen sollte auf Tagesbasis. Ganz wichtig, wir sollten uns definitiv hier zum Wochenabschluss nicht nochmal einer starken Kerze hingeben, die dann hier eben im Worst Case Niveaus hier unterhalb des Lows vom 16. Dezember bei 1968 Punkten generiert. Wenn es dazu kommt, dann haben wir hier ganz klar ein Verkaufssignal vorliegen, was für den Februar dann eher fallende Notierungen in Aussicht stellen würde. Aber übergeordnete Bild positiv, wir konsolidieren gerade auf hohem Niveau und sofern der S&P jetzt hier in Kürze eben sich stabilisiert hier in diesem Bereich, dann sieht das mal ganz gut aus, denn wir haben auch von der Saisonalität Rückenwind. Holen wir uns den Chart mal kurz her. Hier mit Blick auf die nächsten 20 Tage. Wir sehen hier bis in den Januar, Schrägstrich bis zum Ende des Monats Januar, hier eine leicht fallende Tendenz und dann schwuppdiwupp hier mit dem Start in den Februar haben wir hier positives Momentum, welches dann hier Mitte Februar durchaus wieder absacken könnte. Aber rein saisonal betrachtet sieht das schon mal gut aus, dass wir uns hier tatsächlich stabilisieren könnten und dann möglicherweise dieses Ping-Pong fortsetzen. Also hier im Bereich von eben 1980, 1982 Punkten wieder nach oben ziehen, um uns dann hier im Bereich 2060 wieder in den Kopf zu stoßen. Dann setzt sich das Ganze hier weiter fort in der Seitwärtstendenz. Das kann man nicht ausschließen, aber der S&P 500 definitiv weiter interessant. Wie gesagt, jetzt in Kürze hier fangen, ganz wichtig. Gehen wir unter das Low von Mitte Dezember, dann sieht es eher schlecht aus. Dann sprengen auch viele, viele Marktteilnehmer sicherlich aus dem Markt, die denn hier dann an dieser Stelle sicherlich ihren Stop-Kurs oder beziehungsweise knapp darunter sitzen haben. Denn sollte es dazu kommen, kann man nicht ausschließen, dass der Markt dann relativ stark nach unten durchsackt. Sozusagen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Viele Stop-Orders werden ausgeführt. Aber andererseits kann es auch hierzu kommen, und das will ich mal nicht als die unwahrscheinlichste Variante hinstellen, dass der S&P sozusagen hier noch die nächsten
Tage sich wieder erholt, dann seitwärts oszilliert, um dann früher oder später doch wieder auf neue Hochs auszubrechen. Das bleibt abzuwarten. Wir werden es hier im JFD Live Trading TV weiter begutachten. Das mal als Ansatz zum S&P 500. Wie könnte die Reise hier weitergehen? Reine Information, keine Trading-Empfehlung. Sie haben es selbst in der Hand. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle aber nun mal schon einen schönen Feierabend. Freue mich auf morgen, wenn wir uns wieder live hören können. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.